1, 2, 3, 4. 24,000 people. 24,000 people. And now in season 13. And now in season 13. Presented by Vierfeld. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 13 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Vierfeld, dem Wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 13 ist Jochen Hahn, Managing Partner und CSO vom Season Presenter Vierfeld, digitaler Feldarbeiter und analoger Platzarbeiter und zwar auf dem Tennis Court. Lieber Jochen, ich habe es geschafft. Herzlich willkommen bei mir im Studio und danke fürs Presenting der Season. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich da sein darf. Wunderbar. Wir werden eine launige Schnittmenge präsentieren, denn die Schnittmenge, die ist sehr groß zwischen uns beiden, was ich ja sehr, sehr, sehr leibend finde. Aber Karriere, Werdegang, Podcast. Wir reden heute im Börse People Podcast. Wird das Interesse bei dir begonnen? Was hat das wachgerufen und wann vor allem? Das war urplötzlich. Urplötzlich, genau. Ja, ich glaube mit 16, 17. Ich habe eigentlich eine grafische Ausbildung gemacht in der Leiserstraße, Reproduktions- und Drucktechnik. Wir hatten einen Professor in Betriebswirtschaft in der dritten. Ein junger Nicht-Lehrer, das heißt einer von außen. Dementsprechend ein bisschen anders drauf. Und der hat mich irgendwie begeistert für Finanzthemen und ich habe dann begonnen, relativ schnell zu recherchieren und habe dann mir täglich an der Fahrt in die Schule oder auf den Tennisplatz entweder, hat man das Wirtschaftsblatt in der Trafik gekauft und das hat das Wirtschaftsblatt verschlungen. Ja. Und dementsprechend war ich auch sehr früh schon ein Fan von dir, weil ich natürlich dann sehr schnell mitbekommen habe, dass da online auch einiges passiert. Jetzt bin ich rot gerade irgendwie, aber man sieht es nicht. Ja, passt. Ja, das war eine gute Zeit damals. Wir sind stolz auf das, was wir damals gemacht haben, wirklich. Ja. Und ich habe dann sogar beim ersten Börsenspiel online mitgemacht. Mhm. Habe dann in der zweiten Woche gleich gewonnen und habe dann meinen Preis urgieren müssen. Das heißt, ich war Zweiter, habe das selbst nachrecherchiert und habe mich dann gemeldet, was mit meinem Preis ist. Haben wir nicht geschickt oder was? Naja, aber du hast mir dann persönlich geantwortet, hast dich entschuldigt und dann bekam ich ihn. Echt? Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Ging es nur um den Sieg. Aber ich war Zweiter. Du warst Zweiter. Ja, wir hatten mal ein Börsenspiel, da hat ein befreundetes Liebespaar quasi mit zwei Konten gespielt. Sie hat gewonnen und hat ihn dann verlassen und hat den Preis alleine genommen. Das war so ein Traum, das ist eine schöne Geschichte. Okay, schöne Geschichte. Du bist dann immer tiefer in die Materie eingetaucht. Freue mich, dass Wirtschaftsblatt eine Wurzel war, aber du bist Real Money Investor seit langem. Was waren so deine ersten Steps, wenn man dann eigene Aktien oder irgendwas kauft? Eigentlich Börse Wien, damals eben auch über die Recherche und das Konsumieren des Wirtschaftsblatt. Ich glaube, meine erste Aktie, beziehungsweise die erste Aktie meiner Eltern, insbesondere meines Vaters, der mir sehr viel seines Geldes anvertraut hatte, wofür ich immer noch sehr dankbar war, weil ich da am meisten lernen konnte. Das heißt, ich bin auch durch alle Tiefen durch und alle Krisen, die es damals gab. Also ich bin eigentlich eingestiegen zu einer Zeit, 99, 2000, wo so ein Hype war. Mhm. Meine erste Aktie damals war Böhler Uddeholm. War aber kein Fehler, glaube ich. Ja, oder? Absolut nicht. Ja. War gleich so eine Art Highflyer, also eigentlich ein Glücksgriff. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann dran geblieben. Also ich habe nach wie vor noch so eine Affinität zur Wiener Börse. Es liegt jetzt natürlich auch daran, dass es nicht mehr ganz so ist, weil der Börseplatz halt leider Gottes nicht mehr das ist, was er damals war. Ja. Auch von der Anzahl der börsennotierten Unternehmen und Zugkraft verloren. Und dann habe ich mich so ein bisschen, gibt im Prinzip zwei Themen, die nach wie vor so ein, sag mal, Selbstläufer sind. Das sind die großen Technologieunternehmen in den USA. Das heißt, ich sage Big Three oder Big Four eher dazu, Amazon, Microsoft, Google, Meta. Was ist mit Nvidia momentan? Bitte? Die Nvidia? Die da bin ich nicht mehr so am Ball. Okay. Das heißt, ich habe aufgrund dessen meiner beruflichen Entwicklung dann zwischendurch mit dem doch 7-jährigen Abstecher zur Miss diese Zeit, die ich früher der Börse gewidmet habe, also fast den ganzen Tag dann nicht mehr so gehabt. Und fokussiere mich eben jetzt auf so, sagen wir mal, Gmadewiesen inklusive, was auch ein heißer Tipp ist, Rohstoffmärkte. Ja, spannend. Sobald es kracht,
einfach rein und warten. Genau. Sind die beide Tipp oder beide fucking Tipp, je nachdem. Ich habe so einen Leiberl auch mit beide fucking Tipp. Das habe ich extra dazu addiert auf ein beide Tipp Leiberl. Wir waren dann Kollegen, wir kannten uns, haben aber nie im direkten Team zusammengearbeitet. Du bist 2003 dann tatsächlich ins Wirtschaftsblatt auch gekommen und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung fürs Wirtschaftsblatt. Aber erzähl mal über diese Karriere. Also dadurch, dass ich eben nicht so eine Fachausbildung hatte, weder inhaltlich noch journalistisch, ich aber unbedingt zum Wirtschaftsblatt wollte, habe ich mich beworben eben in dem Bereich, den ich gelernt hatte, also Grafik und Druckbereich und wurde dann vom Jan Schwieger, damaliger Art Director, engagiert. Lass mal lieb grüßen, mehrfach ausgezeichnet, leibender Kerl. Absolut, auch Tennisspieler. Eben als Bildbearbeiter und habe dann am Fließband die Bilder fürs Wirtschaftsblatt bearbeitet. Und ging dann im Prinzip den ganzen Produktionsbereich durch, also Layout, Infografik, dann auch Produktionsleiter geworden nach dem Kurt Denkrad und habe aber immer versucht, den Fuß in die Tür zu kriegen beim Journalismus und habe dann begonnen, speziell bei den Finanzseiten den damalig agierenden Journalisten Fehler auszubessern, also jetzt inhaltliche Fehler, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht ganz korrekt ist. Das fanden ein paar, fanden es gut, einige fanden es nicht so gut. Aber wer es besonders gut fand, war damals der Robert Gillinger, der mich dann eben in die Finanzredaktion geholt hat. Auch ein großer Player in dem, werden wir verlinken, die Folge mit Robert, langjähriger Wegbegleiter. Auch und er hat ein gutes Gefühl damit bewiesen, ja. Davor habe ich noch, also meine ersten Geschichten waren eigentlich nicht für den Finanzbereich, sondern so als Nebenthema, Feature hat das damals geheißen, vom Arne Johansen und dann auch vom Robert Bratzak, dem ich auch nach wie vor sehr dankbar war, weil das war einer, der irgendwie Grafiker nicht als Fußvolk behandelt hat, sondern tatsächlich auf Augenhöhe, habe ich da halt so ein paar Tralala-Geschichten gemacht, aber eigentlich wollte ich in die Finanz und das ist dann auch gelungen. Mir tut es ja fast leid, dass wir uns irgendwie überschnitten haben. Als du 2003 gekommen bist, war ich schon 2 Jahre bei der Online und habe keine Seiten mehr gezeichnet. Für mich war das immer ein Volksfest, Schmäh führen mit euch Grafiker, ja, dass einfach so entspannt herumsitzen. War ein Traum. Ja, und ich hörte von einem Grafiker bei den Kollegen vom Print, der sich im Finanzthemen sehr, sehr gut auskennt. Ja. Das, glaube ich, war ja auch der Jan. Ja, müsst ihr euch mal kennenlernen und so. Und fachlich, ich blende jetzt mal meine Wirtschaftsblatt-Sache dann aus. Wir haben ja dann an die Styria verkauft, irgendwie auch die Online und das Print. Aber du bist dann doch stärker in den Editorial-Bereich gegangen und hast dort immer mehr Führungserfahrung auch dann, Führungsjobs einfach bekommen. Und das war zunächst im Printprodukt und sind dann zu Supplements gegangen, oder? Genau. Also der Robert Gillinger war da eben sehr offen, hat mich unterstützt und hat sehr schnell die Bahn freigemacht. Ich durfte dann den Investor die Beilage, die zweiwöchige, übernehmen und da halt dann auch digital mehr oder weniger gestalten. Und das war dann der Punkt, wo ich eigentlich ins finanzjournalistische Tagesgeschehen reingegangen bin. Das heißt, das, was der Print-Redakteur in der täglichen Recherche sowieso tut, dann die schnellen Infos, die er jetzt, sagen wir mal, für die Zeitung nicht verwerten kann, sofort eben in schnelle digitale Geschichten zu gießen und auch alle Agenturmöglichkeiten, die man hat, egal ob Reuters oder Bloomberg, eben zu nutzen und da halt auch Menge zu machen. Das war halt auch immer einer der größten Reibepunkte, die ich hatte mit der klassischen Printredaktion, egal in welchem Verlag, immer die gleiche Reaktion gewesen, dass der Output halt schon wesentlich ist für Traffic-Generierung. Ja. Da habe ich halt ein bisschen ein anderes Verständnis vom Vollgas gehabt. Ja, also ich glaube, es ist doch wichtig, dass ich jetzt noch ganz kurz was zu uns sage. Wir waren ja Wirtschaftsblatt Online, bis die Styria gekauft hat und haben uns dann quasi die bestehende Seite genommen und sie umbenannt und noch stärker in Richtung Börse geschickt. Und Wirtschaftsblatt.at wurde neu gemacht. Ich glaube, das war auch eine sehr hervorragende Arbeit. Du hast auch immer wieder die Finger im Spiel gehabt, oder? Genau, da habe ich dann einfach begonnen, ohne groß zu fragen, die Startseite ständig umzugestalten. Mhm. Jetzt optisch oder mit Content? Nein, mit Content und eben in der Priorisierung der Geschichten und Aufmacher halt ständig zu drehen und schneller zu drehen und meinem Gefühl nach die besten Geschichten hochgehoben. Ja. Und das habe ich dann immer verglichen am Abend oder am nächsten Tag tatsächlich mit dem Traffic, der gekommen ist und auch verglichen mit vorher und habe mir dann so selbst irgendwie so eine Matrix im Hirn gebaut und ein Gefühl entwickelt, was funktioniert und was nicht. Mhm. Und irgendwie konnte mir dann keiner mehr etwas dagegen sagen, weil ich dann mit den Zahlen immer kam und gesagt, was wollt ihr von mir? Ja. Es geht alles rauf, also.
Ich habe immer gesagt, wir hätten so eine breite Seite nicht machen können vom Know-how her. Wir waren in der Nische, in der Börse relativ gut und das Wirtschaftsrat brauchte natürlich eine breite Seite. Die war, glaube ich, wirklich verdammt erfolgreich auch, oder? Von den Zugriffen und ja. Also man muss auch sagen, damals, da waren wirtschaftlich andere Personen verantwortlich, gab es eine Zeit, da war das Wirtschaftsblatt digital eigentlich fast die einzige profitable, rein digitale Unit in Österreich, wenn man jetzt so klassische Medien betrachtet. Ja. Auch mit diesem Hype an der Wiener Börse und so und den Immobilien mit der Immofinanz, das war eine richtig geile Zeit insgesamt inhaltlich und auch für den Erfolg des Unternehmens. Das Problem beim Wirtschaftsblatt war halt der Knackpunkt, so wie bei vielen. Man hat diese Verschränkung des Know-hows zwischen Print und Digital nie geschafft. Das waren alles so Pseudo-Geschichten, wie es halt sonst auch oft ist, Verschränkung mit gemeinsamer Newsroom. Und im Prinzip war es so wie immer, dass 2 bis 3 Leute im Digitalbereich im Prinzip alles kompensiert haben, was alle anderen nicht wollten oder nicht konnten. Also mich freut es natürlich als irgendwie Gründer mit dem Josef Gladek von Wirtschaftsblatt Online, dass danach auch noch das Profit Center in der Wirtschaftsblatt-Gruppe war, auch wenn es kein eigenes Unternehmen mehr war. Ich glaube, wir haben 3 Millionen Euro EGD kumuliert gehabt über die Jahre. Das war damals dazu sogar der Standard zu uns hingeschaut gehabt. Ja. Und ja, ich habe immer wieder natürlich gerne rübergeschaut. Man war ja in der Styria Kollege. Irgendwann in dieser Zeit ist dann Lehman gefallen, 2008. Was hat das mit dir und deinen Produkten und deinen Plänen gemacht? Und mit dir als Investor? Also als Investor hat es zuerst mal geheißen und auch für meinen Vater am Papier mal oder am Screen sehr viel Geld verloren. Ja. War aber da relativ relaxed. Ich auch, weil es natürlich hilfreich war, wenn du in einer Finanzredaktion arbeitest und fachsimpelst und dich austauscht im Prinzip jede Minute mit den Kollegen, egal ob es der Robert Gillinger war oder eben auch der hochgeschätzte Hans-Jörg Buckberger. Genau, den werden wir auch verlinken. Der wird auch von allen, die beiden werden von allen auch hochgeschätzt und da schließe ich mich. Gerade mit Brucki hatte ich auch so ein Band. Das heißt, wir haben echt über alles und jedes geredet und ausdiskutiert und wir hatten dann eigentlich immer ziemlich feste Meinungen, wie es wohl weitergehen wird und dementsprechend hatte ich jetzt eigentlich nie irgendein negativen Nervenkitzel, sondern wir haben das eigentlich immer auch als Chance begriffen, weil zu der Zeit war es ja auch so, dass da tägliche Volatilitäten waren, Beispiel Erste Bank Aktie, die startete dann immer mit -20% oder so. Solche Tage haben wir gehabt, Wahnsinn. Und wir haben aber dann relativ schnell gesehen, hey, das sind auch so coole Moves für Daytrades, weil wir halt immer mehr eine Ableitung gesehen haben, wie sich solche Tage entwickeln. Also das war hat Muster gegeben, auch über die ausgestoppten Zukunftsvorsorgeprodukte, die in der Stadtrunde rein. Das war irre damals. Ja. Das Coole an Finanz, wenn man sich damit auseinandersetzt und Anlage, ist, dass es halt tatsächlich Muster sind. Deswegen war ich gerade in dieser Zeit, war eigentlich das einzige Vehikel, was immer funktioniert hat, war so charttechnische Analysen. Weil es waren immer Verläufe, die sich ähnlich waren und wenn gewisse, sag mal, Korridore gebrochen wurden, egal ob nach oben oder nach unten, dann wusste man für eine längere Zeit, wie es jetzt dann weitergeht. Also ich habe keine so tolle Krisenbilanz. Ich habe zumindest keinen Fehler gemacht, habe aber nie den finalen Mut gehabt, da massiv aufzustocken. Meine Portfolio. Habe aber auch keinen Fehler gemacht. Bin drin geblieben. Also war bei mir auch so. Ich habe das nicht gleich gemacht. Ja. Am Anfang ist natürlich, wo du denkst, what the fuck, was ist da los? Aber man dadurch, dass man dann jeden Tag so nah dran ist und wir sind ja wirklich laufend von unseren Schreibtischen alle 10 Minuten zum Bloomberg gelaufen und haben uns irgendwelche Sachen ausdruckt und geholt und auf die Suche gemacht und dann kommt man halt auf so Muster drauf und zu der Zeit war eher halt das kurzfristige Traden im Vordergrund. Klar. Beim Nachhinein gesehen wäre es natürlich gescheit gewesen, einfach Erste Bank kaufen, First kaufen, liegen lassen und in Pension gehen. Genau, in Pension gehen. Du sagst es vollkommen richtig, die Erste Bank mit 7 oder was, die Reife. Also ja. Wahnsinn, ja. Manche Immo-Aktien zu 1 Euro, die S-Immo, die hast du jetzt 2x23 verkaufen können. Na, wie auch immer. Das war schon eine spannende Zeit und um den Bloomberg haben wir uns alle gerissen. Das war für mindestens 3 Kollegen, die ich persönlich kenne, der Grund, warum er beim Wirtschaftsblatt gearbeitet hat. Andere wie du haben nebenbei auch noch gearbeitet. Ne? Genau. Bloomberg ist so wie Klavierspielen. Ja. Also die Kürzel auswendig wissen, sich hinsetzen und dann trrt. Es ist schon ein bisschen big Feeling gewesen, ne, den Bloomberg zu haben. Ja, also Investor haben wir besprochen, war ein tolles Supplement im Wirtschaftsblatt. Ja, und dass das mit dem Wirtschaftsblatt.at super funktioniert, werden auch andere Medien gesehen haben und du
wechselst es dann zum Format Trend. Hast dort in meiner Wahrnehmung einen tollen Relaunch gemacht. Die waren vorher nicht präsent und dann waren sie kurz sehr präsent. Und das, wie ist das gelaufen damals? Entsprang eigentlich aus so ein bisschen einem Machtkampf beim Wirtschaftsblatt damals, wer digital die Leitung übernehmen soll. Und man dachte, ich tue mir das da jetzt nicht an. Schau mir mal was anderes an und habe mitbekommen, damals auch von der Angelika Kramer, dass Format und Trend irgendwie mehr digitale Offensive machen möchte mit dem neuen deutschen Eigentümer, dass da eben von ganz oben Punch dahinter ist, etwas zu verändern. Und dann bin ich dorthin und habe im Prinzip das gemacht, was ich beim Wirtschaftsblatt gemacht hätte, schön, wenn ich da in der Leitung gewesen wäre. Ja, und ihr wart sehr schnell, sehr groß. In einem Markt, wo es keinen klaren Marktführer irgendwie gegeben hat, wo, wenn man sich bemüht hat, ist man schnell nach vorn kommen irgendwie in der Wahrnehmung. Richtig, also mein Anspruch war natürlich dahingehen, möglichst schnell mit sehr wenig Fehlern und Streuverlusten das hochzutreiben und Benchmark war das Wirtschaftsblatt, also mehr Traffic als Wirtschaftsblatt zu schaffen. Und das hatten wir dann, glaube ich, nach dem 13. Monat, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sie zum ersten Mal überholt. Und dann bist du wieder gegangen. Dann war das quasi erledigt für mich. Habe ich mitbekommen, dass der deutsche Eigentümer damals von Vorstandsseite das digital zwar vorantreiben will, aber im Herzen ist es eher so, bringt das Hauptprodukt und digital ist das Feigenblatt. Und das war mir dann einfach irgendwie zu minder. Und dann hat es sich irgendwie ergeben, dass die Styria wieder anklopft hat. Und der Head of Product Management digital. Ich möchte noch eine Geschichte zum Format, da muss ich heute noch lachen, weil wir sind ja selbstbewusst gewesen wie online und immer selbstbewusster, weil es ja funktioniert hat und weil auch Bottomliner Geld ausgeschaut hat für einen Eigentümer. Da gab es, glaube ich, irgendwann einmal ein Printcover über Gold. Und ihr habt euch davon distanziert mit irgendeiner Art Presse. Ich liebe es. Ihr habt euch davon distanziert. Die Online-Redaktion ist ganz anderer Meinung. So voll contrarian irgendwie. Ne? Ganz anderer Meinung. Das war eigentlich im Nachhinein der verwegenste Moment beim Format. War ziemlich verwegen, ja. Aber ich habe mir gedacht, aber hey, die haben Eier. Weil wir hatten als Haupt Social-Media-Kanal für uns war damals Twitter. Das hat wunderbar funktioniert, um es hochzukriegen. Und ich habe da natürlich auch als Person selbst, Privatperson, sehr viel gemacht und auch in meiner Funktion. Und da kam es dazu, dass ein Printcover gemacht wurde mit Aufmachergeschichte über Gold. Und lustigerweise, wir sind ziemlich zentral gesessen und waren so irgendwie die Crash-Einheit. Das heißt, wir haben dauernd angeeckt und haben eigentlich alles gewusst. Aber es kam trotzdem dazu, dass der finale Dreh, wie inhaltlich quasi in der Zukunftsaussage die Goldgeschichte publiziert wird, halt aus meiner Sicht kompletter Käse war. Und ich mich so geärgert habe, eben auch strukturell, warum redet keiner mit uns vorher, weil wir schreiben jeden Tag drüber. Und warum publiziert man sowas, dass ich einfach auf Twitter rauslassen habe, Digitalformat distanziert sich von dem Unsinn, der Print publiziert wird. Ich bin vom Schiedsrichterstuhl geflogen vor Lachen, wirklich. Ich war extern natürlich, ich habe so lachen müssen. Ja. Ich kann mich genau erinnern. Und das war dann ein Samstag um 14 Uhr, wo mich Fuchsteufelswild angerufen hat, der damalige Co-Chefredakteur beim Format, Andreas Weber, ob ich geisteskrank bin. Und was das soll, und ich soll das sofort runternehmen, es wird mich möglicherweise meinen Kopf kosten. Worauf ich ihm gesagt habe, ja, ich gebe es gern runter, aber das mit dem Kopf ist immer wurscht, weil ich das eben nicht gut finde, wenn ihr digital die ganze Zeit sagt, ihr wollt es vorantreiben und dann redet man nicht miteinander. Ja. Also es hat sich dann relativ schnell wieder ein Wohlgefallen ausgelöst. Aber sie haben dann halt auch gemerkt, wie schnell das gleich Wellen schlagt. Und was da hat sich für Reichweitenvorteile vielleicht sind, genau. Das Digital insgesamt. Und dann hat sich eigentlich inhaltlich sehr schnell gedreht, dass sukzessive immer mehr auch aus der Chefredaktion massiver Push für Digital da war. Was ich jetzt mitgenommen habe aus deinem Werdegang in den ersten 20 Minuten sehr, sehr stark, dass du viel stärker als ich das jemals gemacht habe, auf Zahlen geschaut hast, lernen wolltest aus Userverhalten und so weiter. Das hat deine weitere Medienkarriere auch und deine jetzige Selbstständigkeit auch durchaus geprägt. Korrekt. Glaube ich, oder? Also es ist bis zum heutigen Tag. Wir haben einige Verlagskunden. Da ist immer für mich war immer das größte Rätsel, ein Journalist, jetzt egal für welche Mediengattung er arbeitet, muss doch höchstes Interesse daran haben, dass
maximal mögliche Anzahl an Menschen diesen hart recherchierten und erarbeiteten Content liest. Und mit völligem Verblüffen bis zum heutigen Tag stelle ich immer wieder mal fest, dass das nicht so ist, sondern dass ihnen viel wichtiger ist, dass ihr lyrischer Titel aus Print auch digital erscheint und sie das fast als Majestätsbeleidigung sehen, wenn man den verändert, auch wenn am Ende des Tages 10.000 mehr Zugriffe zustande kommen. Klassiker, ja. Und daher war für mich immer das Hauptcredo, digital hat als Hauptziel Maximierung der Reichweite. Mhm. Egal welchen Content erstellt wird, welcher zur Verfügung gestellt wird, es müssen maximal viele Zielgruppen Augen drauf. Und wenn man das schafft, in hohem Maße, dann kommt auch das Geld hinterher. Mhm. Das heißt nach dem Motto, Money follows eyeballs. Und das ist Gesetz im digitalen Geschäft. Alles andere ist ein Scherz. Und genau mit dem Fokus hatte ich die Stüre, glaube ich, mal haben wollen, um einiges im Konzern auch zu bewegen, digitaler zu werden. Und dann ist eine schöne Geschichte rausgekommen, die Miss. Du hast sie zwischendurch mal erwähnt. Erzähl mal über die Phase und kommen wir dann zur Miss. Genau. Also die Stüre hat dann eben wieder angeklopft. Ich war dann eher unhappy beim Format, weil es eben digital doch zu wenig Fokus gab. Und da war die Idee, da gab es die Stüre Digital Holding als digitales Flaggschiff innerhalb des gesamten Konzerns mit dem Ziel, digitales Geschäft voranzubringen. Damals war der Peter Neumann Geschäftsführer von dieser Einheit und der hat mich damals mit dem Alexis Johann eben zurückgeholt mit dem Ziel, mich als, wie soll ich sagen, Apostel in alle Redaktionen zu schicken, zu allen ihren Brands, um digital nach vorne zu bringen. Was ziemlich geil war, weil ich halt überall rein marschieren konnte und sagen, du, das würde ich so machen und das und so. Aber klingt noch nach unglaublich vielen Meetings, oder? Ja, und nach unfassbar viel Ärger. Ja. Weil du gehst bei der Tür rein, da arbeiten Menschen ja, die machen ja nicht nichts, sondern die haben ja auch alle Ideen. Du kommst halt rein und sagst, du, das würde ich so machen, das würde ich so machen. Und dann kriegst du halt mal 100 Gründe, warum das nicht geht. Mhm. Und bei manchen Marken funktioniert es halt gut, so wie es damals beim Wirtschaftsblatt wieder gut funktioniert hat oder damals beim Sportnet mit Stefan Weger, der dann in sehr kürzester Zeit irgendwie größtes Sportportal wurde. Und bei manchen funktioniert es halt nicht so gut und da brennt man sich dann auch sehr schnell aus. Das heißt, ich hatte damals so einen Proleten Skoda-Kombi, mit dem ich zwischen Wien und Graz die ganze Zeit gependelt bin und sehr schnell gefahren bin. Hatte lauter Red Bull-Dosen am Boden am Beifahrersitz und bin da halt herumgerast und irgendwann wird das halt dann auch ein bisschen mühsam. Und ein Asset oder ein Aufgabengebiet, das ich hatte, um digital irgendwie was weiterzukriegen, war der Ladies Cluster am Geiselberg. Mhm. Also die Urheimat des Wirtschaftsplatz. Naja, nicht ganz, ne? Ja, stimmt. Die Heller Zuckerfabrik, ich wäre fast korrekt. Wir haben dann ein Jahr lang gesucht, weil ich wollte nur weg vom Geiselberg. Ja, ja, dann ja, haben wir die Berggasse dann gewinnen können für eine spätere Einheit. Nein, aber das war schon. Und da gab es eben die Wienerin und die Diva und die Miss. Und bei der Wiener und bei der Diva war das, was immer war. Also eher kein Verständnis von der Chefredaktion, warum man digital überhaupt braucht. Und bei der Miss war es irgendwie komplett anders, weil mit der Monika Affenzeller, Chefredakteurin, dort sitzt, die erste Chefredakteurin oder Chefredakteur als Position, die irgendwie von selbst digital machen wollte und aber nicht wirklich durfte. Mhm. Und dann habe ich halt versucht, das irgendwie auszubrechen und gesagt, was ist mit euch? Genau, ich soll genau das machen, was du willst, genau. Also machen wir es und ihr habt das gut gemacht. Genau, richtig. Und haben es dann, also die Idee war, dadurch, dass dieses Ausschwärmen zu allen digitalen Einheiten oder zu allen Redaktionen mehr zu digital zu machen, zwar schon erfolgreich war, aber mir viel zu wenig erfolgreich und viel zu viel Ärger war, habe ich mir gedacht, okay, die bessere Strategie ist, man nimmt so einen Satelliten, positioniert den auch im Konzern wie einen Satelliten, also völlig autark wie ein Startup. Fordert das auch ein, dass das so passiert. Im weitesten Sinne ist das auch möglich gemacht worden, macht dort ein eigenständiges Unternehmen und bringt das nach oben, indem er Vollgas digital und Social Media macht und dann herzeigen kann, wie gut das funktioniert und dann gibt es Ableitungen für den Konzern. Das war die Idee. Ersteres hat wunderbar funktioniert. Das heißt, wir sind dann irgendwann mal auch nach 4, 5 Jahren profitabel geworden, hatten dann schon 35 Mitarbeiter, haben eine Inhouse-Agentur aufgebaut, die nicht nur Native Advertising für Mediakunden gemacht hat, sondern auch Performance und Social Media für generell Unternehmen. Wurden dann von der Stüre auf Roadshow geschickt für Expansion nach Deutschland, um
mit anderen Verlagen möglicherweise. Wir haben bei RTL sogar und haben uns präsentiert und die Story präsentiert. Und am Ende des Tages wurde es ein Schweizer Mitinvestor, die Digital Media House, die haben eine Werbeagenturgruppe in Zürich und größte Eventagentur. Die hatten sehr viele Offline-Kunden, auch im Bankbereich, und die haben uns mehr oder weniger die Kunden übergeben. Und das war die Idee dahinter, und zwar auch im Corona-Jahr extrem erfolgreich. Also wir brauchten nicht viel Kurzarbeit, waren sehr auf der Überholspur. Ein gutes digitales Modell. Und ihr habt ja junge weibliche Digital Natives als Konsumentinnen gehabt. Das war auch Zielgruppe, ja. Mit ein Grund, warum es so super schnell erfolgreich war. Das heißt, wir haben in sozialen Netzwerken einfach versucht, sehr schnell herauszufinden, was ist der Content, der funktioniert, und den haben wir mehr oder weniger skaliert, und dann ging es halt rasend nach oben. Also wir hatten relativ schnell über 600.000 Fans auf Facebook. Wahnsinn. Und hatten in der guten alten Facebook-Zeit, wo organische Reichweite noch richtig hoch möglich war, haben wir einen Post publiziert, ein schnödes Link-Posting zu irgendeiner Geschichte, und hatten innerhalb, glaube ich, von einem halben Tag 80.000 erreichte Personen. Ich kenne die Zahlen, weil wir schon mal darüber gesprochen haben, ich pack's überhaupt nicht. Also Faktor 100 und mehr, ja, zu meinem besten Post-Posting, also die ich jemals abgesetzt habe. War ehrlich, sehr, ja, also sehr Wahnsinn, ja. Und wurden dann auch sehr schnell in Österreich interaktionsstärkstes Medium, haben alle überholt. Kann ich mich auch erinnern. Auch, ja, bei deutschen Frauenmedien halt. Ja. Ganz, ganz weit vorn. 2022, 2023 hat es dich dann immer mehr in die Selbstständigkeit, über die wir noch ausführlich reden werden, Stichwort Vierfeld natürlich, dann gezogen. Aus der Mist bist du dann vollkommen rausgegangen, und es ist auch nicht gut weitergegangen beim Unternehmen, was jetzt, wir wollen es nicht überbewerten, aber da gibt es ja jüngste News, die nicht gut ausschauen. Ja, es war diese Woche, glaube ich, war jetzt die Insolvenzmeldung der Miss Media. Man muss halt auch sagen, dass wir damals in unserer Geschäftsführerfunktion mit der Moni Affenzeller zusammen im Prinzip uns so verhalten haben, als wäre es unser Unternehmen. Das heißt, wir haben 24/7 da reinkackelt, auf alles geachtet, das nach vorne gebracht. Und dass es dann danach schwer wird, das so weiterzuführen, war mir bewusst. Ja. Dass es trotz dieses Nachteils auch nach ein, zwei Jahren nicht möglich war, dass irgendwie zu drehen, auch auf einem niedrigeren Level vielleicht, dass das trotzdem bleiben kann, ist halt... Tut weh. Tut aber trotzdem weh, ja, wenn man, ja, so viel... Also wenn man so liest, ja, die Insolvenzmeldung, ja, das war gestern oder vorgestern schon auf Deutsch ein bisschen geschissen. Ja, sprechen wir über Vierfeld. Stell das Unternehmen kurz vor. Ich glaube, die Moni Affenzeller hast du erwähnt. Ich kenne sie noch als Redakteurin von vor 20 Jahren in der Miss, und freut mich, dass sie da jetzt nach wie vor mit dir so tolle Cases macht. Sie ist, glaube ich, dabei. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und was bietet ihr den Kunden, die ich anspreche, zum Beispiel den börsennotierten Unternehmern an? Da hätte ich gerne noch ein Call to Action eingebaut. Also gegründet hat das Unternehmen eigentlich der Pierre Kelz-Flitsch, der damals bei uns auch CTO war in der Miss und davor jahrelang die Digital Performance Unit in der Styria geleitet hat. Für mich der profundeste Performance Marketer in Österreich. Was bei ihm besonders geil ist, er ist menschlich super, er ist sozial top drauf und er hat wirtschaftliches Verständnis und dieses technische Know-how. Und das in Kombination ist üblicherweise bei so technischen Personal sehr, sehr selten. Und daher ist er auch so eine Ausnahmeerscheinung. Das heißt, er kann komplexe technische Dinge so einfach erklären, dass jeder versteht. Und das ist auch ein Riesenasset, das wir jetzt in der Agentur eben haben. Also er ist dabei, er hat es mehr oder weniger gegründet mit dem Wolfgang Rosam von Falstaff. Wie kam es dazu? Wir haben bei der Miss schon den Falstaff einige Jahre als Kunden gehabt. Da gibt es auch die Elisabeth Kamper, die sehr umtriebige und arbeitsame Geschäftsführerin, mit der ich mich sehr schnell gut verstanden habe. Und die hat immer wieder mal gebohrt und gemeint, warum macht ihr euch nicht selbstständig? Was ich immer abgelehnt habe, aufgrund meiner Loyalität auch zur Styria. Dann kam es halt zu ein paar inhaltlichen Verwerfungen, und dann war der Zeitpunkt da, wo man gesagt, okay, jetzt muss ich mit Wolfgang Rosam zusammen und besprechen, wie das aussehen könnte. Und der Pierre hat das dann eben mit Wolfgang gegründet und hat die Moni und mich dann eben ungefähr ein Jahr später nachgeholt. Und wie kommt es zum Namen Vierfeld?
Das hat mehrere Gründe. Mhm. Also die vernünftigste Ableitung ist die, es gibt so eine statistische Methode, Vierfeldmethode heißt die, wo du auch die komplexesten Probleme mehr oder weniger mit so vier Feldern lösen kannst. Mhm. Das ist ein Aspekt der Name. Der zweite ist, dass wir die vier Hauptgesellschafter sind. Der dritte Grund war, dass Vierfeld die .com noch frei war. Das ist immer sehr wichtig im Digitalgeschäft, dass keine komischen irgendwie dann Bindestriche oder sowas verwenden muss, sondern es ist einfach eine .com. Mhm. Und der vierte Aspekt ist, es klingt jüdisch und das steht für Erfolg. Ja. Das gefällt mir persönlich sehr. Mir auch, das unterschreibe ich auch gerne. Und du siehst dich auch als digitaler Feldarbeiter. Korrekt. Das ist dein Hashtag eigentlich. Genau, also wir haben auch als Agentur in der Positionierung, es gibt sehr viele Agenturen in diesem Land oder sagen wir mal auch im deutschsprachigen Raum, weil wir nicht nur in Österreich unterwegs sind. Sehr viele sind so All-In-Agenturen, wo du irgendwie alles kriegst. Das sind die schlechtesten, weil in dem Bereich, wo wir uns da bewegen, Social Media, Zielgruppenerschließung über digitale Kanäle, das ist sehr, sehr speziell und ändert sich ständig. Das heißt, wenn du da nicht am Laufenden bleibst und das quasi als deine Passion empfindest, dann hast du eigentlich im Wettbewerb keine Chance. Das ist das Erste, was wir erkannt haben. Das heißt, wir sehen uns tatsächlich als Dienerarbeiter für unsere Kunden. Wir wollen immer das Beste rausholen. Und wir wollen uns auch so in der Präsentation von Agenturen unterscheiden, dass gute Arbeit hat ihren Preis. Mhm. Aber wir auf Deutsch verarschen niemanden. Das heißt, wir würden niemals auf Umsatzmaximierung gehen, ich sag so. Das heißt, wir hören dem Kunden zu, was er braucht, was er für Troubles hat, und wir versuchen einen Vorschlag zu machen, der relativ schnell einen Sinn ergibt und auch den Unternehmenszweck und das Geschäft des Kunden zum Laufen bringt, digital und florieren lässt, und dann wachsen wir gemeinsam. Das heißt, wir sind sehr daran interessiert, dass der Kunde ab Tag 1 happy ist und spürt und auch an Income oder zumindest an Leads gleich merkt, hey, da tut sich was bei mir. Mhm. Ich frage jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Ein börsennotiertes Unternehmen, das vielleicht in einem Industriebereich tätig ist, muss ja nicht gleich eine Bank sein, möchte sich da im Know-how-Bereich von digitalen Feldarbeiten neu aufstellen. Wie geht man das an als Unternehmer, wenn man sagt, hey, da taugt man, der kann uns vielleicht weiterbringen. Wie erreicht man euch am besten? Gibt es da Erstgespräch oder wie mache ich das? Genau, also üblicherweise meldet sich jemand bei uns, ich muss ehrlicherweise sagen, das, was wir für Kunden machen, also die Lead-Generierung, Neukunden zu gewinnen, machen wir bei uns selbst, außer in dem neu gegründeten Bereich in der Mitarbeitersuche nicht, sondern eigentlich kamen alle aktuell 28 Kunden, die wir haben, schön, von selbst und durch Mundpropaganda, weil wir uns eben so aufgestellt haben, wie ich vorher skizziert habe. Mhm. Aber üblicherweise machen wir ein Erstgespräch, wo wir gleich so einen Deep Dive machen. Das heißt, wo wir wirklich herausfinden wollen, was ist eigentlich der Hintergrund jetzt, was braucht ihr? Und dann gehen wir eigentlich sehr schnell in die Konzeptausarbeitung, um einmal, sag mal, zwei, drei Themen zu identifizieren, wo man sehr schnell was weiterbringen kann. Ein großes Problem bei großen Unternehmen ist, dass Digitalprojekte haben meistens irgendwas mit Technologie zu tun, Implementierung von Software zum Beispiel, und die sind alle überdimensioniert und gehen eigentlich am Zweck vorbei, und da sind wir immer sehr schnell dran und sagen, wir würden das eher nicht so machen, sondern ein bisschen kleiner halten und mal schauen, wo man quasi Fuß fassen kann. Als ein so Beispiel ein Trial ist. Trial and Error auch. Korrekt. Ja. Also digital ist nur das. Ja, ich liebe es auch. Wir haben Kompetenz und Wissen oder glauben zu wissen, was gut funktioniert, aber wir erleben täglich im Performance-Marketing Überraschungen. Ja. Und wir sind schnell und können uns auch nochmal, ja, traumhaft. Also digital ist weniger diskutieren, mehr machen. Ja. Und nach dem Motto, das ist natürlich auch einer der größten Change-Momente in Unternehmen, das zu verstehen, dass 350 Abstimmungsschleifen das Ergebnis nicht verbessern. Ja, da haben wir beide unsere Learnings, glaube ich, auch aus der Historie. Aber schnell sein hat man eigentlich auch nie geschadet. Das klingt alles sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe dazu jetzt noch eine Frage. Ihr seid auch Hiring, habe ich auf der Homepage gesehen. Und dann habe ich mir so eure Mitarbeiter angeschaut. Mhm. Neben einigen Namen, die du schon genannt hast, finde ich auch die Mira Antonic. Mhm. Also Antonic, großer Name aus dem österreichischen Tennissport. Und ja, sie ist die Tochter. Und jetzt rutschen wir noch kurz ins Tennis rüber. Ja. Du bist,
glaube ich, sehr ambitionierter Hobbyspieler oder sogar mehr. Wie würdest du dich selber? Du hast beim Preznik trainiert, Wahnsinn. Ich würde mich, also bezüglich Tennis würde ich mich in der Selbstausübung genauso wie in der Konsumation als High-Level-Psycho beschreiben. Was für ein Wort. Das heißt, für mich gibt es eigentlich kaum etwas Erfüllenderes als das. Also einen guten Tag zu haben, am Platz zu stehen, die Kugel satt zu treffen und insbesondere in meinem fortgeschrittenen Alter mit jungen Spielern und Spielerinnen auf Augenhöhe zu hitten, da geht eigentlich überhaupt nichts drüber. Also das ist, und das hat mich dann auch dazu geführt, das kriegt natürlich jeder in kürzester Zeit mit, das heißt, ich habe nicht nur früher Thomas Muster noch über Teletext konsumiert, weil es halt nicht viel anders gab oder Radio und dann halt irgendwann mal das Game endlich, gell? Richtig. Herrlich, ja. Und dann halt auch sukzessive Dominic Thiem, das heißt, wenn der gespielt hat, auch wie ich bei der Miss war, war quasi Tür zu und wollte meine Ruhe haben und bin ich unansprechbar und habe auch irgendwelche Rituale mir ausgedacht, wo ich mir eingebildet habe, die führen dazu, dass er gewinnt. Also dass die volle Palette und beim Spielen halt auch, ist halt nach wie vor, ich bin jetzt 48, aber ich gehe auf den Platz mit dem Ziel, bessere Grundschläge zu haben als in der letzten Stunde. Ich glaube, der Jan Schwieger, den wir vor einer halben Stunde erwähnt haben, der Kerl, der beim Wirtschaftsblatt mal dein Vorgesetzter war, der hat gesagt, der Jochen, der hat einen Punch, der hat einen Drive, das ist unpackbar, wie scharf du die Vorhand triffst. Ja, sagt bei mir ist mittlerweile die Backhand, weil durch mehr und mehr Team-Fan-Momente habe ich bei mir die Rückhand als Hauptziel auserkoren. Spielst du einhändig? Ja, nicht selbstverständlich. Das geht gar nicht. Weithändige Rückhand hat keine Kultur. Aber stirbt gut, zwar aus, kurzem aber haben wir mal keinen Top 10 gehabt. Ne? Stirbt so aus, aber so echtes Tennis spielt man die Backhand mit einer Hand. Ja. Und da habe ich dann als Geburtstagsgeschenk bekommen, unter anderem von der Moni Affenzeller und vom Alex Antonitsch, ein Training beim Günter Preznik, was bis heute noch eines meiner absoluten Highlights des Lebens war, weil der Typ kommt am Platz mit seinen jugendlichen Augen, hat unfassbare Ausstrahlung und ab Minute 1 hat er nur ein Ziel, dein Spiel zu verbessern. Also der schaut dir 10, 15 Minuten beim Hitten zu und dann beginnt er mit Übungen, stellt sich voll auf dich ein und nach ein, zwei Stunden mit ihm bist du ein besserer Tennisspieler. Und das ist das Besondere an dem, ich glaube, es gibt wahrscheinlich zwei Handvoll Menschen auf der Welt, die so sind. Ich sage immer, er hat den Tennis-Algorithmus im Blut, der halt wirklich die kleinsten, auch technischen Probleme kurieren kann durch ganz simple Methoden. Und das ist, also wie für mich war es so faszinierend, wie es sowas überhaupt geben kann, weil ich habe natürlich vorher schon sowas gehört in die Richtung, aber im Selbsterlebnis war das unpackbar. Und ich durfte dann mit ein paar Jungs und Trainern von ihm fast eineinhalb Monate immer freitags, mittags trainieren, was ich, glaube ich, bis an mein Lebensende durchgezogen hätte, wenn mein Körper das durchgehalten hat, weil die Freitage waren dann immer beendet nach dem Training, aber es ist echt großartig, also sehr großer Mensch auch. Ja, und mit dem Alex, also da kann ich mich wirklich auch nur anschließen und ich traue dem auch das Unmögliche zu, was wir hin und wieder im Sport brauchen. Er kann es, glaube ich mal. Aber lass mal jetzt die Dominic Thiem-Geschichte. Tennis.net habe ich da, jetzt habe ich mal von dir besorgt, eine plus 150 Seiten fette Nummer mit unglaublich leibenden Content. Machst du mit Alex auch irgendwas gemeinsam noch, oder? Genau. Also den Alex habe ich kennengelernt. Alex Antonitsch war auch Teil der Styre beim Tennisnet, das heißt, die Styre hatte einen 50% Anteil am Tennisnet, an der damaligen A-Team GmbH. Und Alex ist ein hochmotivierter Digitaler. Echt? Ja. Der die ganze Zeit Tennisnet.com nach vorne bringen will und auch gehofft hat, dass das innerhalb der Styre gut funktioniert. Und als er irgendwie mitbekommen habe, ich bin irgendwie dazu da, um allen zu helfen, stand er halt ständig da und hat mich irgendwelche Sachen gefragt über Google Analytics und so weiter und so fort und Social Media. Und so wurde es dann eigentlich sukzessive auch zu einer Freundschaft, wo er mir auch immer wieder sein Leid geklagt hat, weil er halt natürlich Abhängigkeiten hat, auch inhaltlich, dass digital was weitergeht. Und dann kam sogar so weit, dass wir diesen 50% Anteil, den die Styre in einer Sportgesellschaft geparkt hat, hat man damals bei der Miss dann übernommen. Dann hatte ich das Problem, dass ich aus der Miss ausscheide und habe dann irgendwie noch versucht, da eine vernünftige Partnerschaft zu finden, dass jemand diesen Anteil dann übernimmt, weil was in der Miss hat es ja sonst nichts verloren. Ja. Das war dann der Lorenz Edmeier, der das übernommen hat. Und
Wir sind jetzt als Vierfeld mit einem kleinen Alter und trainieren mit 5%. Das heißt, wir haben Kontakt gehalten oder intensiviert, sage ich fast schon. Das heißt, der Alex hat null an seinem Drive verloren, ganz im Gegenteil. Alle möglichen Pläne da, um das Tennis nicht richtig groß zu machen. Also jetzt auch so ein Member-Bereich, der nach einer Analogie funktioniert wie damals die MISAP, also du sammelst Punkte für Aktivitäten, Platzbuchungen, alles mögliche, was du in deinem Tennisleben brauchst und das soll so ein One-Stop-Shop werden. Aktuell heißt Tennis nicht Premium. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 10.000 User da drinnen, wollen das jetzt ausbauen und in der nächsten Ausbaustufe wird es dann Players Lounge heißen. Da ist halt im Prinzip auch derselbe Mechanismus dahinter, wie wir auch als Agentur arbeiten. Das heißt, wir wollen die richtigen Leads mit Unternehmen verknüpfen. Das heißt, das, was dann das Unternehmen mehr oder weniger bringt, oder was es dem Unternehmen bringt, wenn es Teil von Tennisnet Premium und dann der Players Lounge wird, ist null Steuerverlust, 100% Tennisspieler, wenn man sich da drin platzieren möchte. Und das ist das, was wir auch generell abseits vom Tennis als Agentur für alle Unternehmen machen. Das heißt, wir wollen, egal jetzt, ob es die richtigen Mitarbeiter sind oder die richtigen Kunden sind, einfach zu einer Vernetzung führen, sehr schnell über digitale Kanäle, Konsument und Unternehmen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Jochen, es war mir ein Volksfest. Ich spiele noch den Abspann. Da ist so ein 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 vorne drauf. Großer Tennisveranstalter Herwig Stracker, 1991 mit seiner Band. Das habe ich für diese Jingle übernehmen müssen. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Dass mir die Folge taugt hat, ist, glaube ich, eh klar. Aber dass das auch draußen eine Highlight-Folge wird, glaube ich, ist auch gesetzt. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Ciao.